in diesen Glasbehältern rotiert, reicht aus, um die Menschheit zu vernichten. AIDS-Virushüllen werden bei der Immuno in Massen aufbewahrt. Da hat man es mit hochkriminellen Leuten zu tun. Und das ist eine Art Krieg. Es war keine Alternative. Es gab ja Menschen. Ich habe damals massenweise Briefe bekommen, wo ich aufgefordert wurde, nicht Schimpansen, sondern Menschen für die Versuche zu verwenden. Homosexuelle, Juden sind auch wieder gekommen und Verbrecher. Was alles passieren kann, dass es so was gibt überhaupt. Also die Forschung selbst, dass es gibt, dass man selbst auch eingeschlossen sein kann, sich selbst aussucht, so einen Beruf zu wählen. Das ist eine Freude, die kommen kann. Ja, das ist leider traurig, das sagen sie mir so. Ungefähr 30 Jahre haben die manche alt werden müssen, um wieder in der Natur sein zu können. Dass man selbst auch eingeschlossen sein kann, sich selbst aussucht, so einen Beruf zu wählen. Was in diesen Glasbehältern rotiert, reicht aus, um die Menschheit zu vernichten. AIDS-Virushüllen werden bei der Immuno in Massen aufbewahrt. Da hat man es mit hochkriminellen Leuten zu tun und das ist eine Art Krieg. Es war keine Alternative. Es gab ja Menschen. Ich habe damals massenweise Briefe bekommen, wo ich aufgefordert wurde, nicht Schimpansen, sondern Menschen für die Versuche zu verwenden. Homosexuelle, Juden, sagen. Das ist eine Freude, die kommen kann. Ja, das ist leider traurig, das sagen sie mir so. Ungefähr 30 Jahre haben die manche alt werden müssen, um wieder in der Natur wieder gekommen und Verbrecher. Was alles passieren kann, dass es so was gibt überhaupt. Also die Forschung selbst, dass es gibt.